Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Acer Aspire 3 und zwar ein A315-23 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Notebook nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Gut, die genaue Modellnummer finden wir hier auf der Rückseite und zwar genau hier. Und ja, mit dieser Nummer könnt ihr super einfach bei uns im Shop alle Ersatzteile finden, die zu diesem Gerät gehören. Allgemein kann man noch zu dem Gerät sagen, dass ein Displaytausch hier ziemlich einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen hier abnehmen und kann das Display dann tauschen. Bei der Tastatur ist es allerdings so, die kommen zusammen mit dem Topcase. Das heißt, um die auszutauschen, muss man alles aus dem Gerät rausnehmen. So, um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier rausnehmen. Ich werde euch die auch im Bild einblenden. Und zum Aufmachen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Es ist wirklich super praktisch. Da sind nämlich alle Schrauben und Aufsätze, die man so gebrauchen kann, schon mit dabei. Und als Aufsatz habe ich hier einen Kreuzschraubendreher genommen, und zwar einen PH0. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse dran habt. Gut, dann wollen wir mal schauen, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um eine Öffnung zu finden. Und hier zum Beispiel kann man das, denke ich, ganz gut sehen. Das läuft hier einmal um das Gerät herum. Auch hier sieht man das sehr gut, wo die Verbindungslinie langläuft. Und zum Öffnen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um das Gerät zu öffnen. Und in dem Fall fange ich jetzt auf der Rückseite an. Und dann versuche ich hier ein bisschen drunter zu hebeln und die Gehäuseunterseite so ein bisschen nach oben zu hebeln. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Mit ein bisschen hin und her rutschen und hin und her wackeln. Und wenn das mal laut knackt, dann ist das völlig normal. Also da macht man nichts kaputt. Da braucht man keine Angst zu haben. Das gehört einfach mit dazu. Wenn die Einraststellen da quasi rausspringen, da braucht man also keine Angst zu haben. Ja, und wie man hier sieht, man kann meistens dann schon mit der Hand drunter gehen und das mit ein bisschen Wackeln dann einfach abziehen. Wenn es mal gar nicht geht, dann einfach nicht mit Gewalt. Man kann auch noch mal schauen, ob man wirklich alle Schrauben gelöst hat oder vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und dann kann man das meistens mit ein bisschen Wackeln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, stellen wir auf jeden Fall erst einmal sicher, dass der Akku nicht mehr mit dem Gerät verbunden ist und dass dann auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und hier sehen wir das Akkukabel und das kann man in dem Fall einfach nach hinten hin rausziehen. Das hat hier noch so ein kleines durchsichtiges Klebeband. Das kann man mit den Fingern wegmachen oder ich nehme jetzt hier eine Pinzette.
Und dann zieht man das Akkukabel einfach nach hinten aus dem Stecker. So, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier die SSD. Genau hier ist der RAM. Dann haben wir noch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und die GPU, wenn hier eine verbaut ist. Und hier drüben wäre übrigens noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Die würde so längs hier unter das Kabel reinkommen. Dafür müsste man allerdings also auch das Gehäuse und auch das Kabel dazu kaufen. Und das würde dann hier auf der Platine verbunden werden. Und dann ja, haben wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. So, den Akku auszubauen ist hier wirklich super einfach. Der ist nämlich nicht mal verschraubt. Der ist tatsächlich einfach nur eingelegt und sobald man das Akkukabel selber gelöst hat, kann man den Akku einfach aus dem Gerät nehmen und ja, gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Und hier ist es so, die Schrauben sind unter diesem Klebeband. Auch das Kabel, das ist hier auch nochmal mit aufgeklebt. Vielleicht kann man das hier drüben gut sehen. Genau hier kann man die Schraube sehen. Und genau, die muss man lösen. Klebeband ab, Schrauben lösen. Und dann muss man natürlich auch noch das Kabel trennen, was das Touchpad mit dem Mainboard verbindet. Und hier ist es einfach so, dass das ist mit einem Kippstecker verbunden. Das heißt, den klappt man erst nach oben und kann dann das Kabel rausnehmen, also nicht einfach dran ziehen. Und das Einzige ist beim Wiederverbinden, die Linie, die man hier sehen kann, die gibt an, bis wohin das Kabel wieder drinstecken muss. Das ist manchmal ein bisschen friemelig, das wieder hier reinzukriegen. So, dann steckt man das genau bis hier wieder rein, klappt den Stecker zu und ja, fertig. So, um den RAM zu tauschen, der hier ist, muss man nur diese beiden silbernen Klammern hier an der Seite ein bisschen nach außen ziehen. Und genau, meistens springt der einem dann schon förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausziehen. Und ja, durch einen neuen ersetzen. Den steckt man dann genauso wieder rein, drückt den nach unten, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die SSD, die hier drüben ist, lässt sich auch sehr einfach tauschen. Dafür muss man nur die Schraube ganz unten lösen. Und dann kann man die SSD so ein bisschen nach oben hebeln, falls die ein bisschen fester sitzt, und dann einfach aus dem Slot ziehen. Und genauso einfach steckt man die wieder in den Slot, bis ganz nach hinten, drückt sie ein bisschen nach unten und dann kann man sie wieder verschrauben. Auch den Lüfter kann man einzeln tauschen. Der wird von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Und das Kabel vom Lüfter verläuft hier. Auch das muss man natürlich trennen. Und ja, im Normalfall würde ich sagen, das ist alles sehr dünn und nicht gerade sehr stabil. Würde ich also nicht am Kabel ziehen, eher versuchen, den Stecker seitlich zu greifen. Und dann kann man den mit ein bisschen hin und her wackeln. Einfach rausziehen. Genau so. Dann muss man nur noch die Schrauben lösen. Und dann kann man den Lüfter einfach aus dem Gerät nehmen. Und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Falls man bei dem neuen Lüfter mal jetzt nicht genau weiß, wie rum kommt der Stecker hier rein, man kann hier Kontakte sehen. Und bei dem Modell ist es so, dass die Kontakte beim Wiederverbinden nach oben zeigen. Ja, das heißt, man kann auch das Kabel zuerst wieder einstecken. Da einfach nur schauen, dass das wirklich richtig drin steckt. Und
Und genau, und um den Lüfter dann wieder einzubauen, legt man den einfach wieder auf die Gewinde. Passt genau. Und dann muss der nur noch verschraubt werden und insgesamt wirklich super easy hier. Gut, wie eingangs erwähnt, der Akku und der Akkutausch ist wirklich super einfach, weil der auch nicht verschraubt wird. Man legt den wirklich einfach nur in das Gerät. Der hat hier unten so kleine Ausbuchtungen. Passt genau. Dann muss man nur noch den Stecker wieder verbinden. Sehr, sehr wichtig, damit das Laptop danach auch wieder Strom bekommt. Und da einfach schauen, dass der wirklich richtig drin sitzt. Ja, und schon kann man das Gehäuse wieder zumachen. So, die Gehäuseunterseite legt man wieder auf das Gerät, richtig rum, wenn es geht, und drückt die dann nach unten hin fest. Und da hört man auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet, und das soll es auch. Da kann man richtig überall fest drücken, also auch in der Mitte. Sollte wirklich alles so fest einrasten. Ich gehe am Ende auch einmal um das Gerät herum und klappe das dabei so ein bisschen auf und schaue, dass da einfach wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Ja, und dann braucht man das nur noch wieder verschrauben. Alle Schrauben sind gleich lang und ja, dann hat man das alles erledigt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal.